Antisemitismus nicht mit uns. Unter diesem Motto haben die grüne Jugend, die Jungsozialisten und die Jugendliberalen zu einer Demonstration und Veranstaltung nach Frankenberg eingeladen. Vom Landratsamt ging der Zug durch die Bahnhofstraße, über die Heinstraße und dann zum Philipp-Soldan-Forum, wo eine Veranstaltung mit den Jugendlichen stattfand. Ich im Namen von Dennis, den Liberalen hier vorne, und von Hendrik, den Jungsozialisten, auch vorne. Wir freuen uns, dass doch einige gekommen sind, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Kurz zur Erklärung: Junge Liberale ist die Jugendorganisation der FDP, Junge Sozialisten ist die Jugendorganisation der SPD und ich bin hier für die Grüne Jugend, die Jugendorganisation der von Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt werden sich sicherlich einige die Frage stellen, dass, wie kommt eine Jugendorganisation auf die Idee, eine Aktion gegen Antisemitismus zu machen, weil es ja doch kein Thema ist, was jetzt bei vielen Jugendlichen, glaube ich, präsent ist. Und das möchte ich Ihnen hier kurz erklären im Namen von uns dreien. Wir sehen und hören ja alle, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland, vor allem seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, sehr stark gestiegen ist. Und um das anschaulicher zu erklären, denn es gab bis zum 9. November letzten Jahres 994 solcher Vorfälle. Vom 7. Oktober bis zum 9. November. Und um das genauer zu erklären, unter diesen 994 antisemitischen Vorfällen handelt es sich bei 29 um direkte Angriffe, bei 72 um gezielte Sachbeschädigung und um verletzendes Verhalten bei 854. Das ist natürlich schlimm und für uns ist klar, das dürfen und werden wir so nicht hinnehmen. Es ist wichtig, auf solche Missstände immer und immer wieder aufmerksam zu machen und dass die Gesellschaft nicht wegschaut bei so etwas. Und ja, wir wissen, dass es einfach gesagt ist, wenn man behauptet, eine Gesellschaft darf bei Problemen nicht wegschauen. Aber genau da fängt es ja an. Denn wenn die große Schweizer Mehrheit in einem Land bereit ist, zu sagen und zu zeigen, das tragen wir nicht mit, ist ein wichtiger Baustein einer solidarischen Gemeinschaft gelegt und schlimme Verbrechen können so verhindert werden. Bei unserer heutigen Veranstaltung wird es konkret um zwei Dinge gehen. Zum einen um den Antisemitismus in Deutschland und zum anderen um das Leiden der Bevölkerung des Staates Israel. Beim zweiten Punkt müssen wir aber ganz klar unterscheiden. Wir stehen fest an der Seite der Menschen, der israelischen Bevölkerung, an der Seite von denen, die nichts dafür können, dass es diesen schlimmen Krieg gibt. Wir betrachten allerdings die rechtskonservative Regierung in Israel unter Premierminister Netanyahu als sehr kritisch. Und nun möchten wir Ihnen das heutige Programm näher bringen bzw. erläutern. Nach meiner Begrüßungsrede übergebe ich das Wort an Dennis Ruwedel von den Jungen Liberalen und anschließend folgt der Musikbeitrag. Darauf wird es eine Rede von Philipp Becker geben und danach werde ich für die Grüne Jugend ein paar Worte sagen. Direkt darauf folgt ein weiterer Musikbeitrag. Wenn dieser zu Ende ist, gibt es eine Lesung von Karl-Heinz Stadler und danach noch einmal Musik. Zum Schluss wird Hendrik Klingel für die Jungsozialisten einen Redebeitrag halten und es folgt die Abmoderation von Dennis Ruwedel. Durch das Programm wird sie mit der Moderation zwischen den Rede- und Musikbeiträgen Hendrik Klingel führen. Wir hoffen, dass Sie an dieser Veranstaltung sehr viel Freude haben werden, aber auch etwas Gedankliches mitnehmen. Denn politische Veranstaltungen haben natürlich immer das Ziel, den Menschen ein Thema näher bringen zu wollen oder sie zum Nachdenken anzuregen. Daher haben wir aus aktuellem Anlass uns dazu entschieden, zur heutigen Aktion einzuladen. Sollten Sie hinterher Fragen haben, kommen Sie gerne auf einen von uns dreien zu. Und wir schließen diese Begrüßung mit folgendem Zitat. Nie im Leben hätte ich mir aber vorgestellt, dass wir hier in Deutschland überhaupt gegen Antisemitismus demonstrieren müssen. Von Dr. Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland im Jahre 2014, also vor 10 Jahren. Vielen Dank. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ja, wir leben ja alle in einer freien Gesellschaft, wir können tun und lassen, was wir möchten, hingehen, wo wir möchten und uns frei entfalten, wie wir möchten. Erstmal kann man dagegen ja nichts sagen. Aber unsere Gesellschaft kennt genauso die Unfreiheit. Und unter genau dieser Unfreiheit und Illiberalität leiden Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ich möchte ganz am Anfang auf eine Geschichte eingehen, an die ich mich selbst erinnere. Und zwar war ich vor einigen Monaten im Jüdischen Museum in Frankfurt. Für alle, die noch nicht da waren, es lohnt sich. Und man muss das Museum gar nicht erst betreten, um zu erfahren, dass etwas nicht stimmt mit jüdischem Leben in Deutschland. Denn vor dem Jüdischen Museum
sticht vor allem erstmal ein Polizeiauto ins Auge. Das allererste, was man vom Jüdischen Museum in Deutschland sieht, ist ein Polizeiauto, das Wache hält. Und betritt man das Museum, dann geht es weiter. Als allererstes muss man an einem Metalldetektor vorbei. So wie dem Jüdischen Museum ist es mit den meisten Einrichtungen jüdischen Lebens in Deutschland. Sie stehen unter Schutz und sie stehen unter Gefahr. Das Kippa-Tragen ist eine Gefahr, genau wie das öffentliche Zeigen von jüdischer Religion und von Kultur. Jüdisches Leben in Deutschland, das ist nicht frei. Stattdessen wird es bedroht und angefeindet. Aber das Museum hat auch noch eine andere Seite, die ganz typisch ist für jüdisches Leben in Deutschland. Und zwar zeigt das Museum auch, dass Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft mitgeprägt haben und sie mitgeformt haben. Sie sind über Jahrhunderte Teil von ihr geworden und unsere Gesellschaft kann nicht mehr ohne sie, weil sie genauso ein relevanter Teil geworden sind. Aber es zeigt auch, wie Jüdinnen und Juden über Jahrhunderte mit Hass konfrontiert wurden in unserer Gesellschaft. Man denkt an die Pogrome des Mittelalters, an den Antisemitismus des Kaiserreiches oder an die NS-Zeit. Der Judenhass und der Antisemitismus, das ist eine traurige Konstante in unserer Geschichte. Und seit Jahrzehnten haben wir uns geschworen, never again. Aber heute muss man leider zum Ergebnis kommen, never again, das ist gescheitert. Musikalischen Blocks der heutigen Veranstaltung. Dazu begrüßen darf ich ganz herzlich unter Leitung von Sarah Küpfer die Damen, die uns hier gleich beglücken mit der Musik von der Musikschule in Frankenberg. Die Geschichte dazu ist ein bisschen, dass Sarah Küpfer, also die Musiklehrerin, nicht nur dies ist, sondern auch Vorstandsmitglied im Förderverein der Synagoge in Föhl und entsprechend auch viele Veranstaltungen dort mit sehr passender jüdischer Musik begleitet und deshalb perfekt zu unserer heutigen Veranstaltung passt. Das erste Stück, das wir spielen, heißt Klezmer. Das ist eigentlich der Überbegriff. Klezmer heißt einfach Klee, heißt das Instrument, und Semmer das Lied. Ja. Und das ist so ein Überbegriff eigentlich für die Musik der osteuropäischen Juden, die oft bei Hochzeiten gespielt wurde. Thank you.
Vorsitzender des Förderkreises der Synagoge in Vöhl sprechen. Wir sind ein Verein, die in diesem Jahr 25 Jahre alt werden. Wir haben als Verein die Synagoge in Vöhl damals aufwendig renoviert und haben daraus einen Ort gemacht, in dem wieder eben entsprechend Veranstaltungen stattfinden sollen, aber eben auch entsprechend eine große Arbeit, eine Erinnerungsarbeit, eben gerade auch was das Thema der jüdischen Geschichte in Deutschland angeht. Und wir haben aber auch eben, wollen eben auch entsprechend vermitteln, wie eben entsprechend das Judentum einmal Teil Deutschlands gewesen ist. Ja, ich freue mich, dass zu der heutigen Kundgebung gegen Antisemitismus und Fremdenhass so viele Menschen gekommen sind. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir deutlich machen, wir sind viele, mit uns muss man rechnen und an uns kommt man nicht vorbei. Vor wenigen Jahren hätte sich kaum jemand vorstellen können, noch einmal gegen Antisemitismus auf die Straße zu gehen und Flagge zeigen zu müssen. Das schien ein Problem zu sein, das wir in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir uns an unsere Geschichte besinnen, überwunden hatten. Aber alle glaubten, dass unser Land aus seiner Geschichte gelernt hat und mehr noch nicht mehr anfällig für Antisemitismus, Rassismus oder Fremdenhass wäre. Der Verein der Synagoge in Vöhl, für den ich hier heute spreche, hat über viele Jahre hinweg das Gespräch mit unpersönlichen Begegnungen mit früheren jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen gesucht. Und gerade auch noch der Generation, die Ausgrenzung, Flucht und Vertreibung persönlich erleiden musste. Der Generation, die erleben musste, wie ihre Freunde, Familie und Nachbarn in den Konzentrationslager starben, deutlich zu machen, dass sie heute mit einem anderen Deutschland zu tun haben, in dem so etwas nicht mehr möglich ist. Aber seit dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel im Oktober und dem dadurch provozierten Gegenschlag des israelischen Staates kam und kommt es in vielen Orten Deutschlands wieder zu massiven antisemitischen Ausschreitungen. Man darf sich über die Art und Weise diskutieren, wie der Krieg in Gaza geführt wird. Aber dies darf nicht in antijüdischen und antisemitistische Parolen und Taten ausschlagen. Der Rechtsextremismus zeigt sich immer wieder frecher und offener. Und wer glaubt, diesbezüglich stünde die Uhr auf 12:05, der muss gerade diese Woche erleben, dass die Uhr bereits auf 12:05 steht. Faschisten, AfD und sogar Vertreter der CDU und der Wirtschaft treffen sich an einem Ort, der nur einen Steinwurf entfernt vom Sitzungssaal der Wannenkonferenz entfernt liegt, um erneut um die Deportation deutscher Staatsbürger zu reden und das Ganze noch dreist und frech als Masterplan bezeichnen. Zum Glück haben wir freie und unabhängige Medien, die das Ungeheuerliche aufgedeckt haben, und ich hoffe, dass die Gedankenlosen in unserem Land nun auch endlich zu der Einsicht gelangen, dass man mit den Rechten nicht kokettieren kann. Antisemitismus uns überhaupt noch etwas an? Schließlich haben wir keine jüdische Gemeinde im Landkreis, leider. Schließlich gab es auf unseren Straßen keine Demonstrationen gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden, gegen Jüdinnen und Juden. Die Begründung liegt für mich und uns ganz klar in den Entwicklungen der letzten Jahre in Deutschland und verstärkt ganz besonders aufgrund des akuten Nahostkonfliktes. Als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands haben wir, wie ich finde, eine ganz besondere Verantwortung, wenn es darum geht, wenn Hass gegen Juden geschürt wird, aufzustehen und zu sagen, nein, nicht mit uns. Und deshalb ist es eine nicht hinzunehmende Situation, wenn Rechtsextreme, Reichsbürgerinnen und Reichsbürger, Hamas-Sympathisanten und Sympathisanten oder wer auch immer auf unsere Straßen geht, in den Kneipen diskutiert oder im Internet wieder gegen Jüdinnen und Juden hetzen. Wenn Jüdinnen und Juden sich erneut nicht sicher fühlen können, dann ist es an uns, dem großen, leider manchmal recht leisen Teil der Gesellschaft, aufzustehen und ganz deutlich nie wieder zu sagen. Wozu Hass auf Menschen aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe, politischen Überzeugung, Herkunft oder warum auch immer führen kann, das zeigt ganz deutlich unsere Geschichte. Und ja, es ist richtig.
Mehr als 99% der heutigen Bevölkerung Deutschland kann nichts für die Verbrechen der Nazis. Aber es ist unsere Pflicht und Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Seit vielen Jahren putzen die Frankenberger Jusos um den Jahrestag der Reichspogromnacht herum die Stolpersteine hier in Frankenberg. Die Stolpersteine, die uns erinnern, dass die verschleppten und ermordeten Jüdinnen und Juden unsere Nachbarn und Mitbürger waren, bis die Nazis sie aufgrund ihrer Religion verfolgten und ermordeten. Deshalb ist es so wichtig, in Deutschland gegen Antisemitismus aufzustehen. Deshalb ist es so wichtig, im Landkreis Waldeck-Frankenberg gegen Antisemitismus aufzustehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle heute hier sind und in Frankenberg gegen Antisemitismus aufstehen. Denn vor